Hallo und willkommen zu diesem kleinen, nicht ganz kurzen Video. Ja, es gibt zwei Dinge, die ich vorab sagen möchte. Erstens, aus irgendeinem Grund hat sich die Audioqualität ein bisschen verändert, also es klingt ein bisschen hallig und alles. Es tut mir leid. Und das zweite ist, ich habe euch hier wirklich ein Video gemacht, wo ich darüber rede, wieso ich lange kein CRT bzw. NTSC-Filter benutzt habe. Ja, aus diesen paar Minuten wurden irgendwie 18 Minuten, deshalb habe ich jetzt ein bisschen Mario Kart 8 online aufgenommen und schneide es dann rein. Und das Ganze weiß ich sowieso nicht, wie ich es zusammencutte, dass es ja, dass ihr ein bisschen kurzweilig habt, also bitte entschuldigt die Cuts und einfach allgemein, dass ich das jetzt einfach so wisst. Gut, also viel Spaß. Also, wir gehen mal in den Hauptmenü und wir sehen ja, so sieht es aus, ne, mit dem CRT-Filter. Ich mache da vielleicht ein paar Cuts, weil das seht ihr vielleicht nicht, vielleicht seht ihr es ja doch. Gut, mit OBS kann ich das so zeigen. Also, ich bin hier im SNES-Emulator und bevor jetzt jemand motzt, ich habe die Spiele bei mir zu Hause gekauft, damals. Also meine Eltern. Und Emulation ist in der Schweiz eine legale Grauzone. Also, ich gehe jetzt auf Config. Was ich dazu auch noch sagen muss, ist, ich habe da wirklich CRT-Filter gesucht. Ich habe gedacht, ja, wie kann ich denn Emulation CRT-Filter hinzufügen? Habe gegoogelt, habe gegoogelt, habe gegoogelt. Dann kam ich auf einen anderen Emulator, wo man das einrichten konnte. Und dann plötzlich hieß es überall, ja, hier ist der NTSC-Filter, hier ist der NTSC. Und ich sage, ich suche CRT-Filter, nicht NTSC-Filter. Bis mir Sinn kam, was ist der NTSC? Das ist die gängige heutige Umschreibung für den CRT-Filter. Der heißt heute scheinbar so. Also ich bin da Noob. Entschuldigung, und auch wenn ihr jetzt schon seit Anfang des Videos sagt, Ben, was hier, der Filter, das kenne ich ja schon ewig. Das kann alles sein, ist einfach so, ich habe jetzt das wirklich mal ausprobieren wollen, ich habe es ein paar Jahre schon beobachtet und ich bin jetzt wirklich überrascht, dass das so besser aussieht. Also, wenn ich hier in Options gehe, in Video, sieht man hier bei den Filtern, ah, NTSC-Filter ist schon eingerichtet. Ja, ich habe mich da vorgestern selber am Kopf gefasst. Was ich euch jetzt aber zeigen will, ist, hier haben wir Scanlines. Das ist zwar was anderes. Wenn ich Scanlines habe, dann gibt es eigentlich so Querschnitte. Aber ich will einen Filter. Und ihr seht auch, es gibt. Ja, also, ihr müsst ja nicht Englisch können, ich erkläre es. Hue heißt so quasi Farbabmischung. Saturation ist das eigentlich das ähnliche. Kontrast ist Kontrast. Helligkeit, ich will das jetzt nicht alles zeigen. Dann gibt es erweiterte NTSC-Filter, Gamma, die Auflösung, also wie deutlich und und. Warum ist das jetzt hier alles so eingestellt? Weil hier gibt es. Ne, wo? Hier. Es gibt RGB und S-Video Voreinstellungen. Und das werde ich euch jetzt nicht zeigen, wahrscheinlich. Es ist so, ich habe nachgeschaut. S-Video und RGB sind eigentlich dasselbe. S-Video. Nee, Composite. Okay, S-Video, jetzt weiß ich selber, ich habe Composite und RGB nachgeschaut. Ich muss mal nachschauen, was eigentlich Composite ist. Okay, scheinbar ist S-Video, RGB und Composite alles dasselbe. Aber ich zeige euch das dann anhand von einem anderen Spiel, was ich damit meine. Jedenfalls, ich möchte das jetzt einmal anhand vom Titelbildschirm von Lion King teilen, oder König der Löwen. Wenn ich jetzt NTSC-Filter ausmache, ist es so, wie die Emulation es auf einem zeitgenössischen HD-Bildschirm zeigt. Nämlich so. Und wenn ich jetzt, also es ist auch heller, by the way. Wenn ich jetzt Super Eagle, sie sagt das Gegenteil, aber auch nicht schlecht. Super Eagle rundet ein bisschen die Pixel ab und sieht fast ein bisschen mehr gezeichnet aus, finde ich.
aber immer noch sehr pixelgenau. Also ich sage einfach, es ist meine persönliche Meinung, ihr könnt eure Meinung in die Kommis schreiben, wenn ihr wollt, es ist aber keine Umfrage hier. Ich finde einfach, dass es besser aussieht mit CRT und ich bin jetzt wirklich drauf und dran, meine Lieblingsspiele wieder ein bisschen durchzuzocken mit diesem Filter. Also, so sieht es aus. Ne? So sieht es aus. Das mit Super Eagle. Und das ist in dem Sinne gar nicht schlimm. Aber wenn ich jetzt hier auf ganz normal gehe. Also, ich habe jetzt wirklich 10 Jahre lang mit sowas gespielt und heute sage ich mir, es war schön, aber es ist doch irgendwie mühsam. Also wie gesagt, vielleicht geht es nur mir so. Wenn ich jetzt wieder auf... Es gibt leider keinen Hotkey, glaube ich. Mit der Avengers C ist es ein bisschen dunkler, ein bisschen mit Rahmen, aber ich finde, es sieht besser aus. Naja, jedenfalls möchte ich euch noch andere Spiele zeigen. Ich habe mir ein paar runtergeladen, für sonst aus meiner Kindheit. Asterix Obelix kann ich jetzt nicht so empfehlen, weil es, man sieht nicht großen Unterschied. Aber das ältere Asterix, komischerweise eher. Also, ich spiele jetzt auch mal selber. Asterix, Spiel meiner Kindheit. Also hier seht ihr ziemlich gut wahrscheinlich die Striche. Ich spiele auf Deutsch, ja. Ja, und ich habe keine Game Sound, das braucht es ja nicht. Also, das ist zwar auch normal. Ja, eigentlich spiele ich nur diese Nutte höchstens wahrscheinlich. Also. Gut. Ja, ich finde Asterix und die Umgebung. Also, das ist jetzt ein älteres Game, ne? Sieht eigentlich schon sehr gut aus. Und jetzt zieh mal die Filter durch switchen. Ohne Filter. Ganz normal. Pixelgenau. Ja, also, sorry, also, das finde ich schon ein bisschen extrem. Also, es fällt mir einfach nur heute auf. Also, heute zeitgenössisch. Super Eagle sieht auch nicht schlecht aus. Es wirkt, es passt jetzt zu dem Spiel eigentlich sehr gut, weil Asterix ist auch eine Comicfigur. Nein, doch, oh. Aber es ist für meinen Geschmack zu deutlich. Wenn Deutlichkeit etwas Negatives sein kann, ist auch manchmal was Neues, oder? Also, gut. Nächstes Spiel, und das möchte ich euch zeigen. Toy Story. Ah ja, Pokémon Stadium. Ich meine, ich war da auf so einer Emu-Seite, man konnte Pokémon Stadium für ihr SNES unterladen, ist nix. Sprichwörtlich nix. Nur schwarzer Bildschirm. Toy Story! Oder? Glaube ich. Gut. Forever Tales. Dachte ich, die heute die Lego Star Wars Spiele machen, also Lego, wie auch immer. Lego Indianers, Lego Hobbit, Lego. Lego. Super Spiele. 1995, ja eigentlich schon fast Ende Ära, oder? 96, 97 kamen die ersten Super N64 Spiele. Ja. Gut, ich will ganz kurz. Ja, ich glaube ich. Toy Story, ja, eines meiner. Also, es sind ja fast alle Spiele meiner Kindheit. Muss ich gestehen. Und weil ich Spiele schon, die ich seit etwa 30 Jahren kenne, besser beurteilen kann, finde ich. So, ich drücke. Geht was? Ja. Ich finde. Ja. Es ist so ein bisschen. Es soll ein bisschen 3D vorgaukeln, aber es sieht. Mit CRT-Filter nicht schlecht. Jetzt bin ich gespannt, wie es aussieht. Also gut, die meisten Spiele kenne ich. Habe vorhin ein bisschen durchgeswitcht, ich kenne sie jetzt nicht auswendig. Also, so wie wir sie jetzt immer gekannt haben. Ohne Filter. Ja. Gut. Also, wo das Gesicht ein bisschen Pixel-Mix-Max-Match, oder?
Mix-Match. Super Ige, super deutlich. Ja, es ist so ein Mittelweg, aber es ist mir ein bisschen zu sehr, ich weiß nicht. Ich bin, seitdem ich gemerkt habe, dass Zierfilter so gut ist, habe ich am liebsten jetzt den. Nein, nicht Sound. Video mit der NTSC-Filter. So, ich mache jetzt in diesem Video nicht so viel Spiele. Mehr labere vor allem. Ich finde, das sieht immer noch am besten aus. Ich finde, das sieht wirklich gut aus. Und auch, ich finde, ja, das zeige ich vor allem noch bei Donkey Kong. Da zeige ich viel. Nein, ich finde, er sieht sehr natürlich aus, wenn man das so nennen darf. Gut, welches Spiel... Welches Spiel jetzt? Ich werde nicht alle zeigen, keine Sorge. Super Mario, Toy Story haben wir Super Mario. Ja, Legend of Zelda, das will ich zeigen. Da wird ein bisschen, wie es wieder am Spiel ankommt. Ja. Hilfe, bla. Ja, kann ich das nicht vorspulen? Nein, glaube ich, kann ich nicht. Ganz ehrlich gesagt, ich habe nicht so viel auf Zelda Awakening, Link Between... Verdammt, jetzt habe ich es vergessen, wie es heißt. Das nächste Zelda. A Link to the Past, oder? Ich bin damit einfach noch nie warm geworden. Ich will das endlich mal irgendwie selber spielen, sobald ich komme, aber leider komme ich meistens nicht weit, oder mal ein Let's Play schauen, aber ich möchte es endlich mal durchspielen, aber das habe ich schon seit bald 20 Jahren vor. Oder 15. Das ist das einzige Spiel, was ich mir nie auf dem Super Nintendo, was ich nie hatte. Aber die Game Boy Advance Version hatte ich. Habe ich, weiß nicht. Ist schon so lange her. Gut. Ja, ich finde, es sieht nicht schlecht aus. Natürlich. Gut. Klar sieht man noch ein paar Pixel, aber ich finde, es sieht natürlich aus. Und wenn ich jetzt mal auf... ohne Filter? Ja. Gut, sieht immer noch gut aus, zugegeben. Sehr pixelgenau, aber sieht immer noch gut aus. Aber wenn ich jetzt so die Augen anschaue, sind 3 Pixel und unten so ein schwarzer Pixel. Okay. Und wenn ich auf Super Eagle, sieht es überraschend auch gut aus. Sieht in so einem Zeichenstil eigentlich auch noch gut aus. Das könnte ich so auch genießen. Ja. Doch, das könnte ich so sehr genießen. Doch, das ist so. Und wenn ich jetzt zurück auf CRT gehe, NTS, ich sehe es einfach. Ja, gut. Das muss ich jetzt gestehen, das finde ich im Super Eagle Mode fast am angenehmsten. Aber so ist es auch gut. Aber nicht pixelgenau. So, und jetzt kommen wir zum One and Only. Noch nicht zum letzten, aber zum berühmtesten fast. Natürlich zu, hört man mich noch? Zu Super Mario. Ah ja, ich kann ja auch alle zeigen hier. Super Mario World mal. Zeig mal Super Mario World. So. Mich juckt es gerade im Auge, sorry. Mich juckt es immer noch. Sieht gut aus, ich finde es sieht gut aus. Wobei es ist eines der wenigen, die im Super Eagle Modus sehr gut aussehen. Ich habe die deutsche, europäische Version, aber lassen wir es. Ja, geht was los? Ach, muss ja noch drücken.
Gut. Marvin im Dinosaurierland. Finde ich, sieht gut aus. Hier sieht man, finde ich, die... Hey! Die Scanlines am besten, also die schwarzen Ränder. Jetzt muss ich... Ah, ich gucke jetzt in beiden Augen. Sorry. Also, wenn ich jetzt hier auf Pixel genau gehe, also ohne Filter, sieht es... Ja. Okay, okay, das sieht auch immer noch gut aus. Ich meine, die Super Mario wird gleich immer gut aus, das muss ich gestehen. Auf Dauer ein bisschen zu genau, aber ich finde, das sieht gut aus. Aber es ist ein Lob für das Spiel, oder? Finde ich. Wenn ein Spiel mit allem gut aussieht, ein Super Eagle. Okay. Ich persönlich finde, mit CRT-Filter sieht es besser aus, aber es sieht auch so sehr gut aus. Ja. Ja, es ist dasselbe Filter, den ich auch beim NES-Emulator habe. Und es weicht so ein bisschen die Pixel ein und verbindet sie mehr. Nicht so Pixel für Pixel. Also findest du sie gut aus. Irgendwie passt der... Es hat Comic-Flair und es passt irgendwie zu Super Mario World. Ach ja, ich will ja eigentlich was anderes. Alles, man kann ich überhaupt? Ich muss das resetten, okay. Ich will ja noch zu den Remakes. Ja. Ich will ja noch zu den Remakes. Es sieht echt gut. Ey! Soll ich jetzt nochmal schauen? Sorry! Das soll ich jetzt nochmal schauen. Ey, das sah verdammt gut aus, finde ich. Ja, ich warte, ich will das bei Licht sehen. Okay, das sieht echt gut aus. Also, die Super Mario Spiele profitieren vom Super Eagle Look. Okay, gut. Hätte was gelernt. Und wenn ich jetzt das erste Mario Spiel, natürlich in Remake-Format. Okay. Ja, finde ich jetzt keinen großen Unterschied zum Original. Und das Original ist ja das hier. Also Pixel-Original. Okay, ja, natürlich jetzt extrem pixelig, finde ich. Aber es sah... Weil es sieht gut aus, aber... Wenn man Mario anschaut, dann nimmt man sich wirklich jeden Pixel Augen und Schnurrbart und so und ja. Mit CRT-Filter, also wenn ich immer meinen Controller hinlege. Jetzt nochmal NTSC-Filter. Ja. Ich muss ehrlich gestehen, bei den Super Mario-Spielen sieht es mit einem Super Eagle am besten aus. Wobei, das hier sieht angenehm aus. Es ist nicht so grell. Wobei Mario an und für sich auch angenehmer zum Anschauen ist. So. Mario ist nicht persönlich gemein, ne? Aber es ist nicht immer angenehm anzuschauen. Aber das liegt an den Pixeln. Nee, ich wollte ja eigentlich. Das heißt von Quiet. Das kam ja hier. Dass Super Mario World eigentlich nur draufgesetzt ist. Und dann jetzt auf das Super Mario Bros. 2 gehe, also unser Super Mario Bros. Doki Doki Panic! Okay. Also es hat einfach...
komischerweise, es hat sehr viel vom Retro-Charme für mich, weil ich bin eben mit diesem Look aufgewachsen. Damals hatten wir diesen Look. Gut. Geh mal weg da. Ach, du gehst mir für Keks. Hau ab. Okay. Mann! Ich will hier was demonstrieren. Ihr seid alle... Weißt du was? Ich kann es ja auch so machen. Mach herauf. Ja. Gut. Der Vogel kommt nicht hier hoch. Okay, ohne Filter. Ja, da hat er schon wieder. Ja, das hat jetzt schon wieder mir. Ich finde die neuen Spiele, wenn die. Nein, das kann man so nicht sagen. Super Igel, Super Igel. Hier sieht es wieder. Hier finde ich den Super Eagle Modus wieder nicht so gut. Oder? Das ist wieder undeutlich bei Bewegungen. Schade. Okay, und last but not least bei den Super Mario Spielen natürlich Super Mario Bros. 3. Super Mario Bros. 3. Nett. Und wie sieht es aus mit... Ja, ich werde auf der Map auch noch nachschauen. Aber ohne Filter? Ja, es passt irgendwie. Die Pixelgenauigkeit passt irgendwie mit NTSC. Ist am angenehmsten. Finde ich einfach am angenehmsten. Es hat sogar irgendwie... Es simuliert irgendwie Schatten. Sie haben da auch Kontur und... Es ist einfach komisch zu erklären. Okay. Ich bewege gar nichts. Ich mache hier nur... Also wenn man jetzt die Map anschaut, den Hammerbro... Alles irgendwie sanft aus und angenehm. Wenn ich jetzt mal den Filter rausnehme. Ja. Ja, hier kommt die Pixel genau schon ein bisschen negativ rüber. Also ihr könnt ja gerne, wenn ihr ganz genau schauen wollt, könnt ihr gerne das Video pausieren natürlich, ne, es ist ja... Free Use. Das ist ja Free Use, habe ich letztens gelesen. Frei zum Verfügen? Wäre ja die Übersetzung, oder? Super Eagle sieht auch gut aus, aber ich persönlich finde, CRT wirkt abgerundeter. So. Und weil ich das jetzt euch so anders zeigen will, gehen wir jetzt direkt nochmal in den NTSC-Filter. Und das, was ich euch schon lange zeigen will, ist Donkey Kong Country 2. Ja. Ist nicht skippbar. Aber den Klassiker schlechthin. Gehört man sich 100, beim 100.000. Mal noch. Okay, der Titelbildschirm. Also man muss auch sagen, das war wirklich Ende-Ära, Super Nintendo. Gut. Ich gehe mal kurz auf Englisch und wechsle. Wieder ein neues Spiel. Hier. Okay. Also, ich habe jetzt wirklich vorgestern wirklich fast eine halbe Stunde oder länger geübt. Ich finde, das sieht am besten aus. Und wenn eines der besten SNES-Spiele so am besten aussieht, finde ich, ist das der beste Filter. Finde ich
finde ich persönlich jetzt einfach. Wenn ich jetzt, wenn wir ein bisschen mehr mit den Filtern spielen, also nur zum Zeigen, NTS-Filter aus. Ja, also das ist extrem, finde ich. Hier ist Digi nur ein Pixelbrei. Gehe ich auf Super Eagle. Sieht das auch gut aus, aber ich finde einfach Super Eagle macht die Artwork schöner, aber sobald sich eine Figur bewegt, ist es ein Pixelbrei. Ein Pixelmatsch eigentlich mehr, nicht ein Brei. Brei so körnig für mich, ist mehr ein Matsch. So richtig flüssig ineinander. Also ist nur meine Meinung. Und jetzt möchte ich euch noch was anderes, das war mit den anderen Spielen nicht so gut zu erklären. Beim NTS-Filter gibt es natürlich noch was anderes, das habe ich euch ja gezeigt, nämlich S-Video oder RGB. Composer, also wenn ich jetzt alles resette, alles auf Null, sieht es so aus. Aus irgendeinem Grund wackelt es an gewissen Stellen ein wenig, ich weiß nicht warum. Wenn ich jetzt auf RGB gehe, ist es ein bisschen heller, aber nahe, immer noch für meinen Geschmack zu nahe am Pixel genau. Und ich sage es auch mal, schaut oben rechts auf die DK-Insel. Daran erkennt man es, finde ich. Also, hier siehst du noch einige Pixel deutlich. Ich gehe jetzt nochmal auf Reset All. Da sieht es eigentlich sehr gut aus, aber das ganze Bild flackert irgendwie. Aber meine persönliche Meinung, ohne viel einzustellen, S-Video sieht, nee Moment, doch, S-Video sieht am besten aus. Die Scanlines und die schwarzen Striche auf der DK-Insel sind fast nicht mehr zu erkennen. Die Schatten wirken rund. Und es fügt sich gut ein. Und ich finde, das ganze Schiff sieht gut aus. Und Didi ist nicht ein Pixelmatch, er wirkt irgendwie natürlich. Also, ist komisch zu sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Hallo und willkommen zu einem etwas anderen Aufnahme, zu einem anderen Video. Ich möchte euch, also ihr habt das sicher mein Spiel schon gesehen, es geht darum, wie soll ich das erklären? Um Filter, genau genommen um Schärfefilter, noch genauer genommen, ja, wie soll ich das erklären? Ich sag's mal so, bitte gib mir die paar Minuten, weil es wird kein Walkthrough oder Let's Play oder wie man das nennen möchte. Ich möchte euch mehr zeigen, ich werde nicht so viel spielen. Ich lasse es jetzt mal laufen, dann will ich kurz erklären, was das gilt. Also ich bin mit Super Nintendo aufgewachsen. Das sind 16-Bit-Ära, sagt man, diesen Konsolen, Games. Und wir hatten damals ja noch Röhrenfernseher. Und wir hatten auch Composite, RGB, SCART, wie man das nennen möchte. Ja, also ich bin mit dem hier aufgewachsen. Dann kam 64-Bit Polygon-Grafik und das sah damals auf den, also gut, von HD war das damals weit entfernt. Ne? Also ich weiß nicht, welche Auflösung Mario 64 hat, aber es hat ja nicht mal 480p, glaube ich. Ist auch egal. Es soll ja nicht das Runtermachen sein oder so. Dann kam, jetzt muss ich überlegen, wie ich das sagen will. Wie gesagt, 64-Bit-Ära, das war für Röhrenfernsehen auch nicht schlecht. Beziehungsweise die Rechentechnik war damals ja nicht so bombastisch. Und deshalb haben sie in Spielen wie Zelda Ocarina of Time oder Turok natürlich, Turok 2, haben sie den sogenannten Nebel eingebaut. Den sah man in, glaube ich,
South Park von Acclaim, ja, von denselben machen wie Turok, war ja so ein klasse Beispiel dafür, wie extrem der Nebel sein kann. Und der Nebel hatte bei Spielen wie Turok natürlich den Zweck, dass es ein bisschen unheimlich sei, so du siehst nicht die Gegner vor dir herziehen und bei Spielen wie South Park war es dann eher so, wieso hat es hier Nebel in South Park, ne? Also nicht so, dass South Park kinderfreundlich wäre, aber you know what I mean, ne? Und dann, also wir haben auch damit gelebt, ne? Es war einfach so, dass es gab Nebel bei 64-Bit-Games und es war bei den Röhrenbildschirmen, die wir hatten, sowieso, ne? Also du hattest auch nicht riesigen Röhrenbildschirm, du hast was wahrscheinlich kleiner ist als so ein PC-Monitor bei uns zu Hause oder bei euch oder wie auch immer. Ja, und was kam danach? GameCube und bababa. Wieso erzähle ich das jetzt alles? Ich komme gleich zum Punkt. Mit der HD-Generation Anfang oder Mitte 2000, sagen wir jetzt mit Xbox 360 und PlayStation 3, war ja das HD-Zeitalter eingeläutet, auch im Gaming-Bereich. Und ja, wir haben uns daran gewöhnt, HD war da und wir so, du siehst, ja, was soll man sagen, nicht, nein, das war noch nicht so, dass man nicht das Nasenhären sah, also wenn ich so an GTA 4 denke, es war nicht so, dass man sagen könnte, man sah bei Niko Bellic das Strähnchen im Gesicht, nein, überhaupt nicht, aber es war eben deutlich, es war so deutlich, wie wir es nie gedacht hätten vor 20 Jahren und ja. Dann kam für mich das Zeitalter, wo ich das beide kombinieren habe. Also, wie gesagt, ich hatte ja, und ich denke hier auch, die meisten Retro-Konsolen hatten einen RGB. Also ich komme noch darauf zurück, ne? Ich komme noch darauf zurück. RGB oder wie ich es nenne, SCART. SCART. Composite. Also wenn man googelt, die Menschensprache haben, dann hat man den Composite. Und das ist das bei den alten Konsolen, das rot-blaue und grüne Kabel. Ja. Und ja, ich war meistens zu faul, um die bei meinem Monitor, ja, das habe ich, also meine Eltern haben mir gezeigt, wie es geht, und ich habe dann meistens selbst den Techniker gespielt bei mir selbst, bei meinem, ja, ihr wisst, was ich meine. Und weil ich da nicht lange, ja, wo ist das Rot? Ja, ich kann natürlich die Farben sehen, aber es ist ja heute noch so, du musst da manchmal in den Fernseher und den ganzen, also heute kannst du einen Flachbildfernseher, LCD-Wellen sehen, gut, ein bisschen nach vorne schieben, aber damals, ja, als ein Röhrenkissen, da war das schon ein bisschen anders, da musst du so ein bisschen Mucki haben und wie der fiel da von einem Fernsehtisch und dann war da ein bisschen Schotter kaputt, ne? Jedenfalls, um da nicht mühsam die roten, grün und gelben Buchsen zu suchen, haben wir meistens einen SCART-Adapter gehabt, den da drauf, und SCART kannst du einfach so reinstecken, das ist fast idiotensicher. Ich glaube, es wäre überfordert gewesen, es war einfach bequemer so. Und wieso sage ich das immer noch? Weil als ich, und das war kurz bevor ich Let's Plays gemacht habe, habe ich mir gedacht, ich habe ein N64 bei mir, ich habe ein Super Nintendo bei mir, wieso soll ich das nicht auf meinen schönen HD-Monitor tragen? Also habe ich mir einen Switcher gekauft, einen Converter gekauft, wo ich bis zu 4 SCART oder eben, den habe ich nicht mehr hier, neben mir,
Und so konnte ich dann Ocarina of Time Super Mario World endlich auf meinem LCD-Bildschirm zocken. Ja, also ein bisschen Qualität muss ich einbüßen, aber es war besser als nichts. Und es hatte qualitativ nicht viel schlechtere Qualität als das Original damals. Und dann kam ich auf die Let's Plays, ne? Und weil ich dann viele zeitgenössische Let's Player haben gegrabt. Also ich habe es zuerst mit Delgado versucht, das hat ja nicht so funktioniert, weil ich einen zu schwachen PC hatte. Dann habe ich gehört, man soll sich eine Grab-Karte kaufen, hat mir dann Alpha Media. Und dort musste ich ja auch wieder das HD-Signal, ne? Es ist einfach so, irgendwie waren die 2014, 2013 waren die Emulation noch nicht so gut, sage ich ganz offen. Und ich habe dann lange die Retro-Spiele mit diesem SCART-Konverter auf HD aufgenommen. Das hat funktioniert. Und später hat man dann natürlich Emulation runtergeladen und konnte dann die Super Nintendo-Spiele und N64-Spiele wie Banjo-Kazooie, ja, also wenn man schon HD-Bildschirm hat, ne, 16:9, dann will man das schon so genießen. Also hat man dann auf Stretch gestellt und auch wenn es dann ein bisschen oval gewesen ist, man hatte seine Lieblingsspiele in vollem HD, in vollem Breitbild und das war schon schön, also ich weiß noch. Und auch Super Nintendo Spiele, ne, es war egal, wenn Yoshi ein bisschen breiter war, man hatte den vollen Bildschirm und ja, ich komme langsam zum Punkt. Man war einfach sich da, man hat auch gesagt, wenn man den großen, ganzen Bildschirm hat, nicht den großen, ganzen Bildschirm hat, will man das Spiel dann aber auch so spielen. Ja. Heute spiele ich die Spiele meistens mit Rahmen. Also ich für mich habe gerne einen Rahmen. Ich habe auch mir das Switch Online Abo gekauft. Und so kann ich alle Retro-Spiele auf der Switch zocken und die haben ja auch einen Rahmen, aber man kann gar nicht wegklicken. Und ich muss sagen, heute sage ich, ich habe lieber links und rechts einen schwarzen Balken, dafür habe ich das Spiel wieder schönem 3:4 Format. Ja, heute bin ich so. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, dass ich so lange sagen will, genau dasselbe war mit Pixelgrafik. Also es ist ja kein Geheimnis, dass die Retro-Konsolen Super Nintendo, Genesis, Mega Drive, Genesis in Amerika und hatten natürlich Pixelgrafik. Und wie gesagt, als ich damals, und ich sehe das auch bei heute noch bei vielen Let's Playern, also ich rede von Let's Playern, weil ich schaue nicht so viele Let's Playerinnen. Obwohl ich zum Beispiel ein paar entdeckt habe für mich, die es sehr schön machen. Aber ich schweife ab. Jedenfalls habe ich lange gedacht, ja wieso habe ich einen HD-Fernseher, wenn ich das nicht pixelgenau spielen will. Und ich habe das wirklich fast 10 Jahre lang, habe ich all meine Retro-Spiele habe ich schönen, vollen HD genossen. Man sah jedes Pixel, man sah wirklich alles. Und ich habe ehrlich gesagt, es gab schon seit etwa 5 Jahren gab es Foren, wo es hieß, ja, ich spiele, also die Leute spielen es mit Filter, mit CRT-Filter. Und dann habe ich mal reingeschaut und gedacht, wenn ich schon pixelgenaue Bildschirme habe, wieso soll ich denn das Spiel auch nicht pixelgenau spielen? Nach mir, nee, komm, brauche ich nicht. Und wenn ihr jetzt sagt, CTR, von was redet der Ben da? Das ist auch die Umschreibung für Röhren, Fernsehen, Filter für HD-Bildschirme. Klingt kompliziert, ist aber auch ganz einfach zu erklären. Ich habe wirklich lange nichts davon gehalten, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Aber dann kam das NES Mini und ja, dann hat man es eben so gespielt, ne? Dann kam das NES Mini und dort habe ich bei Metroid, also bei Super Metroid gemerkt, irgendwie, vielleicht geht es auch nur mir so. Vielleicht irgendwie bin ich ein bisschen überfordert mit den Pixeln, also ich weiß nicht, das sah für mich komisch aus plötzlich. Und dann sah ich, dass Nintendo das NES Mini so eingestellt hat, dass man dort einen CRT-Filter einstellen konnte. Umgangssprachlich Scanlines. Ne? Scanlines. Also ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen dem PAL und NTSC Umstellung, da gibt es, also man muss, ich schweife wieder ein bisschen ab, aber es ist ja so, dass PAL und NTSC haben ja einige qualitative Unterschiede. Einerseits hat man bei NTSC eine höhere Bildfrequenz und meistens auch anderes Videoformat. Denn bei der Anpassung, das muss man ganz ehrlich so sagen, bei der Lokalisierung haben die damals manchmal ein bisschen geschlampt. Das ist auch heute leider noch etwas so, wenn Spiele portiert werden von Ural zu heute. Und ja, meistens gibt es dann oben und unten links einen ganz kleinen schwarzen Balken, beziehungsweise zwei und auch eine andere Bildfrequenz. Es ist einfach so. Aber es hat nichts mit dem zu tun, was ich meine, sondern ich habe dann wirklich, konnte man auf dem SNES Mini den CRT einrichten und das sind meistens, sind das ganz einfach Querstriche. Ich weiß nicht, ob man die hier sieht, also ich spiele sie, ich sehe es, ihr seht es vielleicht nicht, aber es hat, die Größe des Bildschirms ist, natürlich sieht man sie und ich habe danach gemerkt, oh, es ist doch sehr angenehm. Es ist nicht so, dass der Bildschirm abgedunkelt wird. Nee, man ist nicht, es sind nicht die grellen Farben, die ein bisschen nerven. Das ist ganz einfach das Gesamtbild. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen gedacht, jetzt will ich mal, also es gab wirklich Foren, wo sich damit auseinandersetzen und die haben immer gesagt, ja, Scanlines, man spielt heute doch besser mit Scanlines, also mit CRT-Filter. Ne, ich sage CRT-Filter, nicht Scanlines. Das ist ein bisschen was anderes, finde ich. Und dann, ja, habe ich dann gedacht, ich habe immer so einen Zwiespalt für mich gehabt. Immer so gedacht, ich habe Pixel, ich will Pixel. Andererseits, manche Spiele sehen mit CRT-Filter besser aus und ich dachte mir so, nee, ich weiß nicht, ich spiele doch immer noch mit Pixelgenauigkeit. Und dann habe ich vor etwa einem Jahr in einem Forum gesehen, dass jemand wirklich da 1:1 Vergleiche macht mit den bekanntesten SNES-Games, also ob Lion King, ob Schlümpfe, ob Aladdin, ob Mario Kart, ob Zelda. Und man sah wirklich einen Unterschied. Und das ganz Komische ist, mit CRT-Filter wirkt das Spiel deutlicher. Ich zeige euch dann noch ein paar Beispiele. Darum geht es mir eigentlich. Es geht einfach darum, viele haben dann gefragt, aber wieso? Wieso ist ein Retro-Spiel mit pixelgenauen Bildschirm weniger deutlich als mit einem CRT-Filter, der einen alten, ungenauen Monitor simuliert. Das habe ich mir auch gefragt. Warum? Warum ist das Bild so besser? Wieso sieht man mehr? Wieso sieht man es deutlicher, kommt es mir vor? Runder? Und die Antwort ist sehr, sehr einleuchtend für mich. Damals, ihr seht das ja, 1994 als Beispiel, als diese Spiele programmiert wurden und rauskamen, hatten die Programmierer und Programmierinnen oder die programmierenden Leute hatten
die damalige Technik. Und das war CRT. Also wenn heutige Spiele rauskommen, im Retro-Look, und die programmieren das für heutige pixelgenaue Monitore, dann kann man sagen, ja, dann sehe ich wahrscheinlich heute auf HD besser aus. Aber wenn man ein altes Spiel mit dem alten Filter kombiniert, ist es logischerweise, sieht es original besser aus. Und ich kann mich einfach in den Arsch speisen, es stimmt. Es stimmt für mich auch. Denn ich habe jetzt die letzten zwei Nächte, also die letzten zwei Tage, wie man es nennen möchte, habe ich das jetzt mit einigen Spielen ausprobiert. Und ich muss einfach auch sagen, es ist so. Donkey Kong Country, Zelda, also für SNES, Lion King, die Spiele sind wirklich mit diesem Filter viel besser. Es ist einfach meine Meinung. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich das Video zusammenschneide. Ich zeige euch jetzt mal den Unterschied. Ja, also so habe ich es in Erinnerung von meiner Kindheit. Ich würde sagen, so spielt es sich am angenehmsten. Das ist meine Meinung und ich würde sagen, wenn ich in Zukunft wieder mal ein altes Spiel meiner Kindheit Let's Play, werde ich das mit diesem Filter drin machen, weil ich finde, es sieht am besten aus. Hallo Dixie. Und auch die Schatten und alles, ich finde das wirklich natürlich. Die Schatten, ich weiß nicht, wie sich das berechnet, aber Simon hat man mit CRT-Filter Schatten an Stellen, wo sie wirklich gut aussehen. Aber ich will jetzt doch noch kurz die Donkey Kong Country 3, denn das ist echt das wirklich das gefühlt letzte Super Nintendo Spiel auf ja, dem Super Nintendo. Wo es ja schon Anspielungen gab auf das N64 mit der Hintergrundmusik in Winkley Speicherhöhle. Also ich lasse jetzt den Filter drin. Ihr verpasst nichts. Ich werde das jetzt nicht nochmal zeigen alles. Ihr verpasst wirklich nichts. Wir spielen jetzt einmal eine Runde Donkey Kong Country 3. Ich habe ganz hier nach links gedrückt. Und wenn ihr mich fragt, wenn ihr natürlich das Ganze auf dem Smartphone schaut oder Tablet, ist wieder ein bisschen was anderes, aber ich finde, auf einem, also ich gucke YouTube, entweder am PC oder auf dem großen Fernseher, ich schaue natürlich meistens neuere Spiele, die auch dafür gemacht sind, aber solche Spiele werde ich in Zukunft, ich finde es tut den Augen gut. Es sieht natürlich aus. Und ja. Oh Mann, jetzt habe ich... Ich wollte eigentlich nur ein kleines Video machen. Jetzt habe ich wieder 50 Minuten aufgenommen. Okay. Ich weiß noch nicht, wie ich das zusammenschneide, dass ich das Blabla ein bisschen angenehm verteilt habe. Aber ihr wisst jetzt ja, was ich meine, oder? Also gut, Nur weil ich das jetzt unbedingt noch zeigen will, das ist jetzt so, wie ich das in Zukunft machen werde. Schnelldurchlauf. NTSC raus. Was gut in diesen Games ist, die Figuren bewegen sich immer ein wenig, deshalb muss ich nicht viel machen. Es hat irgendwie Game Boy Advance Look, oder? Und wenn ich jetzt hier beim NTSC-Filter ein bisschen ausprobiere, also Reset All, sieht eigentlich fast am besten aus. Nur leider flackert es irgendwie, aber auf Dauer ist es zu undeutlich, habe ich gemerkt. Ich habe hier ein bisschen gespielt letztens und auf Dauer sieht es zu undeutlich aus. Und wenn du undeutlich hast, ist es auch mit der Zeit mühsam. Das ist schon wieder fast zu genau. Also ich finde einfach, dass es
mit S-Video Modus sieht es am besten aus. Also, ich kann mir nicht helfen. Ich finde es einfach. Ich finde, alles sieht ein bisschen runder aus, ein bisschen angenehmer. Ich habe da oben jetzt einen schwarzen Balken, glaube ich, aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Also wie gesagt, ihr könnt gerne in die Comments schreiben, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, wie ihr das seht. Aber ich finde, so könnte ich das in Zukunft eigentlich beibehalten. Ich bin selber überrascht. Und ich finde auch, ja, ich gebe zu, ich habe mich geirrt, weil ich wirklich jetzt über 10 Jahre lang gedacht habe, ach, wieso muss man da einen schlechten Filter drüber legen, wenn man doch alles schön HD genau, Pixel genau hat. Aber als ich dann gelesen habe, ja, man soll den Filter nehmen, der damals zur Technik gepasst hat, leuchtet mir ein. Und das ist genau dasselbe, warum ich auch solche Spiele, auch wenn ich einen Xbox-Controller in der Hand halte, warum ich solche Spiele mit Steuerkreuz spiele und nicht mit Joystick. Gut, wie gesagt, als wir damals diese alten Retro-Schinken unserer Kindheit am PC spielen konnten mit Emulation, wir haben mit Stretch, wir haben Pixel, genau, wir haben mit Joystick gespielt, das war einfach, oh, ich habe alles hier. Und heute sagt man sich einfach, man spielt das eigentlich so, wie man es damals hatte. Und für mich stimmt das so. Ihr könnt das ja wirklich anders spielen, also. Ihr wisst, was ich meine. Das Minispiel hasse ich. Du spielst es dann. Wieso spielt ihr sowas? Nein, das andere ist alles in Ordnung. Ja. Also ich bin jetzt wirklich dran, dass ich das ein paar Spiele meiner Kindheit hier wieder mal ein bisschen spiele. Einfach weil es so schön aussieht und es hat mich vorher nicht gestört. Aber jetzt, wo ich das herausgefunden habe und das entdeckt habe für mich, spiele ich es wirklich gerne. Wieder. Ich spiele es wieder gerne. Tja, es ist so. Gut, das war eigentlich ein viel längeres Video, als ich gedacht habe, aber man muss manchmal etwas erklären. Wie gesagt, wenn ihr jetzt sagt, das habe ich schon vor 20 Jahren entdeckt, dass das besser ist und ich habe es immer so gemacht, gut. Alles klar. Ich sage nicht, dass ich ein Pionier bin dabei. Ich sage nur, ich habe es jetzt für mich entdeckt und ich wollte euch den Unterschied zeigen. Und es gibt viele Videos wie diese und ihr könnt gerne anderer Meinung sein und ihr könnt mir gerne Empfehlungen schreiben, wie ihr spielt. Es kommt natürlich darauf an, spielt man es auf einem Gameboy, spielt man es auf alten Konsolen, auf alten Geräten, aber ich finde, ja, ich wollte es euch auch mal zeigen. Also, danke fürs dabei sein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und tschüss.